Ein passives Einkommen mit Dividenden zu generieren, ist das Ziel vieler Anleger. Auf welche fünf konkreten Punkte du als Anleger in Österreich besonders achten solltest, bevor du mit der Umsetzung eines Dividendendepots startest, verrate ich dir heute in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem YouTube-Kanal von Finanzen Verstehen. Mein Name ist Matthias Reiter und heute möchte ich mit dir über die Dividendenstrategie sprechen. Vor allem möchte ich auf fünf konkrete Punkte eingehen, die du als Anleger in Österreich besonders beachten musst, damit deinem passiven Einkommen aus Dividenden nichts mehr im Wege steht. Ich will hier nicht zu sehr auf die Dividendenstrategie an sich eingehen, sondern recht zügig zu den fünf Punkten kommen, die dir als Anleger in Österreich garantiert helfen werden. Vor allem in Deutschland erfreut sich die Dividendenstrategie einer großen Beliebtheit. Das kann ich sehr gut nachvollziehen, denn in Deutschland genießt eine alleinstehende, in Deutschland steuerpflichtige Person einen Freibetrag von 801 Euro pro Jahr. Der Freibetrag wurde zwar seit vielen Jahren nicht angehoben, was immer wieder lautstark kritisiert wird, aber aus Sicht eines Österreichers ist dieser Freibetrag ein Zustand, von dem wir wirklich nur träumen können. Bei der Dividendenstrategie wird das Hauptaugenmerk auf Faktoren wie die Höhe der Dividende und die Ausschüttungsquote gelegt. Aber auch die Dividendenhistorie sowie die Äußerungen des Managements in Bezug auf die Dividende wird von den Anlegern, die diese Strategie verfolgen, genau beobachtet. Du möchtest als Anleger in Österreich Dividenden kassieren, dann achte auf diese fünf Punkte, damit du diesen Schritt nicht bereust. Unsere Buchempfehlung zum Thema Dividendenstrategie findest du verlinkt in der Videobeschreibung. Punkt Nummer 1. Achte auf den richtigen Broker. Achte darauf, dass dein Broker keine Gebühren für die Einbuchung der Dividende verrechnet. Du musst schon genug Steuern bezahlen, da brauchst du nicht auch noch eine Gebühr für die Einbuchung. Also das ist komplett unnötig, da so etwas zu bezahlen. Wenn du einen Broker gefunden hast, der dir keine Gebühren für die Einbuchung in Rechnung stellt, dann achte im nächsten Schritt darauf, dass er dir ebenso keine eigene Devisenprovision verrechnet. Schauen wir uns dafür die österreichischen Anbieter im Detail an. Die Easybank erhebt zwar keine Gebühren auf die Einbuchung einer Dividende, aber es fällt sehr wohl eine kleine Devisenprovision in der Höhe von 0,25% an, welche sich aber sehr in Grenzen hält. Um das etwas greifbarer zu machen, würdest du bei der Easybank eine Dividende in der Höhe von 100 Euro ausgeschüttet bekommen, würde das eine Devisenprovision in der Höhe von 25 Cent bedeuten. Du siehst, das ist also nichts Tragisches. Schauen wir uns jetzt den Broker Flatex an. Flatex verrechnet für Dividendeneingänge von Unternehmen aus Deutschland oder Österreich keine Dividendengebühr. Für Ausschüttungen ausländischer Unternehmen fällt hingegen eine Gebühr in der Höhe von 5,90 Euro an, sofern der Ausschüttungsbetrag größer als 15 Euro ist. Weiters fallen eben Devisenprovisionen wieder an, aber die halten sich wirklich in Grenzen, also die sind kaum erwähnenswert bei Flatex. Wichtig zu wissen, Fonds- und ETF-Ausschüttungen sind nach aktuellem Stand immer kostenlos. Die Infos dazu findest du im Leistungsverzeichnis beim Punkt Kapitaltransaktionen. Um das nochmal hervorzuheben, für Dividendenaktien aus Deutschland oder Österreich ist Flatex unsere erste Wahl. Kommen wir zu unserem Favoriten, wenn es um Dividendenerträge aus dem Ausland geht. Hier hat ganz klar die österreichische Dardat Bank die Nase vorne. Keine Gebühren auf Dividendenausschüttungen, keine eigene Devisenprovision. Aus diesem Grund empfehlen wir Anlegern, die eine Dividendenstrategie verfolgen oder zumindest bei der ein oder anderen Aktie eine ausgeschüttet bekommen, unbedingt ein Depot bei der Dardat Bank. Ich habe dir hier bereits einmal ein Video erstellt, in dem ich dir die Kosten zwischen Flatex und Dardat in Bezug auf die Dividende bei ausländischen Anbietern genauer erkläre. Und wenn du das Video anschaust, wirst du sehen, wie groß doch dieser Unterschied ist zwischen den beiden Brokern. Wenn du diese beiden Broker nutzt, also die Dardat Bank für internationale Dividendentitel wie zum Beispiel McDonald's oder Procter & Gamble und die Flatex Bank für Dividendenaktien aus Österreich oder Deutschland, dann werden Stand heute keine Gebühren auf Dividendeneingänge fällig. Die aktuellen Konditionen findest du immer auf der Website des jeweiligen Brokers. Wenn du dir ein neues Depot erstellen möchtest, findest du einen Link dazu in der Videobeschreibung. Mit diesem Link erhältst du natürlich sämtliche Neukundenaktionen, die es aktuell gibt. Da es sich um einen Affiliate-Link handelt, bekommen wir im Gegenzug eine Provision. Für dich entsteht aber gar kein Nachteil, sondern nur Vorteile, da wir dadurch auch in Zukunft solche Videos produzieren können. Kommen wir zum Punkt 2. Achte auf die Quellensteuer. In Österreich müssen wir uns in Bezug auf Steuern bei Dividenden ständig mit dem lästigen Thema der Quellensteuer auseinandersetzen. Die Quellensteuer ist eine Steuer, die dich als Aktionär bei Dividendenzahlungen ausländischer Unternehmen begleitet. Diese Steuer kann von Land zu Land unterschiedlich hoch sein und führt dazu, dass wir auf Dividenden, die wir erhalten, häufig zu viel Steuern bezahlen. Und die Rückholung der zu viel gezahlten Steuer macht für uns kleine Privatanleger in 99% der Fälle keinen Sinn. Ist ganz einfach erklärt, warum. Die Kosten und der Aufwand stehen einfach in keiner Relation zu dem, was es bringt.
Frankreich geht hier sogar noch einen Schritt weiter. Hier muss der Antrag auf die Rückerstattung von einem Depotanbieter kommen und der wird dir für diesen Aufwand natürlich eine Rechnung stellen. Erfahrungswerte zeigen auch, dass der Antrag auf die Rückerstattung zu viel bezahlter Steuer in Italien keinen Sinn macht, weil dieser dort gar nicht erst bearbeitet wird. Wenn du möglichst viel Dividende erhalten möchtest und diese nicht mit einem anderen Land teilen willst, dann würde ich dir empfehlen, von Unternehmen aus Deutschland, Frankreich oder der Schweiz sehr großen Abstand zu halten. Diese Länder vereint allesamt ein sehr hoher Quellensteuersatz. Nur als Beispiel, von 100 Euro, die du von Nestlé aus der Schweiz bekommen würdest, würden dir nach Steuern nur 52,50 Euro übrig bleiben. So macht die Dividendenstrategie garantiert keinen Spaß. Also zumindest mir würde es so keinen Spaß machen. Ich weiß natürlich nicht, wie du das siehst, aber ich vermute doch, dass du das sehr ähnlich wie ich siehst. Bei Ländern wie Großbritannien, den Vereinigten Staaten oder Russland wirst du in der Regel kaum Probleme haben. Hier sollte die Steuerbelastung in etwa in der Höhe von 27,5% sein. Kleine Schwankungen sind aufgrund der Währungsumrechnung natürlich immer möglich, aber wie gesagt, das sollte sich in Rahmen halten und nicht so wie bei Schweiz, Deutschland oder Frankreich enorm über unserer Kästs liegen. Zum Glück gibt es für die meisten Unternehmen aus Ländern mit hohen Quellensteuersätzen ähnliche Unternehmen aus einem Land mit niedrigen Quellensteuersätzen. Vorher hatte ich das Beispiel mit Nestlé. Von 100 Euro blieben 52,50 übrig. Alternativ könnte man zum Beispiel zu Unilever greifen. Hier würden dann von den 100 Euro immerhin 72,50 Euro im Konto ankommen. Du siehst, wer sich genau mit dem Thema der Quellensteuer auseinandersetzt, findet Wege, diese geschickt zu umgehen bzw. einfach nicht mehr zu bezahlen, als wirklich notwendig ist. Auf unserer Website finanzenverstehen.at findest du im Bereich Steuern eine Auflistung mit den Quellensteuersätzen aus über 15 Ländern. Dort erfährst du auch, welche Besonderheiten es bei dem ein oder anderen Land noch so gibt. Weitere Informationen findest du auch hier oben in diesem Video über die Quellensteuer. Dort habe ich dir alles zusammengepackt, was du zu dem Thema wissen musst. Kommen wir nun zum Punkt 3. Kalkuliere immer mit der Nettodividende. Auf der Suche nach den passenden Aktien für dein Dividendendepot wird die Höhe der Dividendenrendite ein ausschlaggebendes Kriterium darstellen. Der Punkt bezieht sich jetzt wieder ein wenig auf den Punkt mit der Quellensteuer, denn angenommen du hättest die Wahl zwischen einem Unternehmen aus derselben Branche, die komplett die gleichen Produkte herstellen, einer sitzt in der Schweiz und schüttet 5% Dividende aus, das andere sitzt in Großbritannien und schüttet 4% Dividende aus, für welches würdest du dich jetzt entscheiden? Im ersten Moment denkst du dir vielleicht, wenn beide Unternehmen komplett gleich sind, dann wähle ich doch das mit der höheren Dividendenrendite, also die 5% aus der Schweiz. Was hier eben dann häufig übersehen wird, aufgrund der hohen Quellensteuer in der Schweiz, würde dir netto von dem Unternehmen, welches nur 4% ausschüttet, mehr übrig bleiben. Daher ein ganz wichtiger Punkt, kalkuliere bei der Erstellung deines Dividendendepots immer mit der Nettodividende. Bau dir da vielleicht gleich ein Excel-Tool, wo du eben eine Formel hinterlegst und du Unternehmen auflisten kannst mit den dazugehörigen Quellensteuersätzen. So hast du dann immer den Überblick, wo dir wie viel übrig bleibt. Falls dir das aber zu mühsam ist, kannst du dir natürlich auch die DivTimer-App herunterladen. Die kannst du zum Teil kostenlos nutzen. Einige Tools, wie zum Beispiel die Nettoansicht speziell für Österreich, wo diverse Quellensteuersätze mit einberechnet sind, die gibt es dann nur in der Premium-Variante. Aber für den Anfang ist das kostenlose Tool ganz sicher ausreichend und ich finde es persönlich auch eine nette Spielerei, vor allem wenn man so auf Finanz-Apps steht und die Dividendenstrategie verfolgt. Wenn wir schon von der Dividendenrendite sprechen, dann kommen wir gleich weiter zum Punkt 4. Vorsicht vor zu hohen Dividendenrenditen. Zugegeben, der Punkt ist jetzt nicht speziell für Anleger in Österreich relevant, sondern generell sehr wichtig. Lass dich nicht von einer zu hohen Dividendenrendite blenden. Klar, es gibt sie, die Unternehmen, die 7, 8, 9 oder sogar 12% an Dividende ausschütten. Und ja, du kannst sie theoretisch alle ins Depot legen. Aber glaub mir, ein solches Depot möchtest du nicht haben. Das ist der sichere Weg, um Geld zu verlieren und definitiv nicht der Weg zu passivem Einkommen. Wir sind in einem Zeitalter bzw. in einem Markt, in dem zumindest was die Informationen betrifft, so ziemlich jedem alles zur Verfügung steht. Ein Qualitätsunternehmen, das so nebenbei 7-12% Dividende abwirft, das gibt es nicht. Solche hohen Dividendenrendite haben meistens erklärbare Gründe. Das kann zum Beispiel sein, dass der Kurs der Aktie in kurzer Zeit sehr stark gefallen ist und dann wird vielleicht noch die erwartete Dividende in der Liste angezeigt oder die Dividende in der Höhe vom Vorjahr noch dargestellt. Aber dann stellt sich mir gleich die nächste Frage, willst du ein solches Unternehmen kaufen? Also ein Unternehmen, das eben sehr stark im Kurs gefallen ist. Das muss ja immer irgendeinen Grund haben.
Zusätzlich ist die Dividende auch nie garantiert. Das heißt, eine Dividende kann jederzeit gestrichen oder gekürzt werden. Achte also immer auch auf die Fundamentaldaten eines Unternehmens, bevor du dich auf ein Investment einlässt. Häufig stellen eben hohe Dividendenrenditen ein Warnsignal dar und kann dich vor allem als Einsteiger schnell einmal täuschen. Du könntest dir folgende Frage stellen, um sicherzugehen, dass du ein intaktes Unternehmen kaufst. Befindet sich das Unternehmen in einer Zukunftsbranche? Wirtschaftet das Unternehmen nachhaltig, also nachhaltig in Bezug auf Umsatz- und Gewinnsteigerungen? Kann die Dividende aus der Substanz bezahlt werden? Wie äußert sich das Management zur Dividendenpolitik? Wie hoch ist die Dividendenrendite bei Mitbewerbern? Rendite kommt von Risiko. Vergiss diesen wichtigen Satz bitte niemals bei der Anlage in Wertpapiere. Jetzt hast du also deinen passenden Broker gefunden, dich über die Quellensteuer informiert und vielleicht schon die ein oder andere Aktie im Depot. Kommen wir daher zum wichtigen Punkt Nummer 5, der Reinvestition. Natürlich ist der Punkt jetzt sehr individuell. Verfolgst du die Dividendenstrategie, um einen Teil deiner Fixkosten zu decken oder einfach nur für diesen psychologischen Effekt, dass wieder ein bisschen was zurückkommt und du dann das Geld reinvestieren möchtest? Wenn dich der erste Punkt betrifft, also dass du wirklich die Dividende für die Deckung deiner Kosten hernehmen möchtest, dann betrifft dich dieser Punkt jetzt nicht. Wenn du allerdings deine Dividende reinvestieren möchtest, um so maximal vom Zinseszins zu profitieren, dann ist dieser Punkt essentiell für dich als Anleger in Österreich. Der Zinseszins funktioniert nur dann, wenn du die Ausschüttungen wieder weiter reinvestierst. Dabei spielt es keine Rolle, ob du Aktien desselben Unternehmens kaufst, das dir soeben eine Dividende ausgeschüttet hat, oder du dieses Geld anderweitig investierst. Wichtig ist nur, dass du es wieder investierst. Und zwar am besten so schnell wie möglich. Aber genau hier lautet der Haken. Wie hoch war jetzt noch gleich die Ausschüttung bei dir? 10 Euro? 20 Euro? Lohnt es sich überhaupt dafür, eine eigene neue Kauforder aufzugeben? Wenn du 20 Euro Dividende erhalten hast, macht es keinen Sinn, diese 20 Euro direkt über eine neue Kauforder zu reinvestieren, da beim Broker in Österreich Ordergebühren zwischen 6 bis 15 Euro anfallen können. Du siehst, die rasche Reinvestition stellt eine Hürde dar, die unbedingt zu beachten ist. Du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Also entweder du überweist weiteres Kapital auf dein Verrechnungskonto und du kannst diese 20 Euro gleich mit investieren, oder du machst es so wie ich in der Vergangenheit hin und wieder, du hilfst dir mit ETFs. Wenn du neben deinen Aktieninvestments ETFs besparst, kannst du dir deine Sparsumme um den Betrag der Dividende erhöhen und hast so automatisch die Dividende ganz einfach reinvestiert. So fallen dir keine zusätzlichen Gebühren an, hast aber dann gleichzeitig den Betrag der Dividende automatisch reinvestiert. Du könntest dir natürlich auch einen neuen Sparplan erstellen und nach der ersten Abbuchung einfach wieder stornieren. Auch das ist ohne Probleme möglich. Sparpläne machen uns das Reinvestieren ziemlich leicht und bequem und vor allem auch kostengünstig. Und wie gesagt, das soll jetzt keine Empfehlung darstellen. Ich wollte jetzt nur verschiedene Möglichkeiten nennen, wie du in Zukunft deine Dividende möglichst einfach, unkompliziert und vor allem kosteneffizient reinvestieren kannst. Wie und für welche Methode du dich am Ende entscheidest, das ist natürlich nur dir selbst überlassen. Wie machst du das bis jetzt mit der Reinvestition? Verrate es mir gerne in den Kommentaren. Ich bin mir sicher, deine Erfahrungen kann den ein oder anderen Zuschauer auch noch weiterhelfen. Also, wenn du in Österreich die Dividendenstrategie verfolgen möchtest oder zumindest die ein oder andere Dividendenaktien kaufen möchtest, dann achte auf diese 5 Punkte. Nutze für österreichische und deutsche Dividendenaktien Flatex, für internationale Aktien die Dadat-Bank. Bevor du Aktien kaufst, achte auf die länderspezifische Quellensteuer. Aus diesem Grund rate ich dir auch immer, nur mit der Nettodividende zu kalkulieren. Hier kann die App DivTimer hilfreich sein. Hohe Dividendenrenditen stellen meistens ein Warnzeichen dar. Achte bei der Aktienauswahl immer auf fundamentale Kennzeichen sowie auf ein intaktes Geschäftsmodell. Der Punkt Reinvestition stellt in Österreich eine weitere Hürde dar. Ich helfe mir da gerne mit der Erhöhung meines ETF-Sparplans, aber hier gibt es auch weitere Möglichkeiten. Hier würde mich, wie gesagt, interessieren, wie du das bis jetzt angegangen bist und wie du das in Zukunft machen wirst. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Wenn dem so ist, dann freue ich mich über ein Abo von dir, weil dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao.